Mein Name ist Martin Dove, ich bin Pressesprecher der Freiwilligen Feuerwehr Melle. Am Mittwochabend um 22.47 Uhr ist es in einem Sägewerk in Buhr-Meesdorf zu einem fulminanten Brand gekommen. Es sind die drei Ortsfeuerwehren aus dem Stadtteil Buhr und die Drehleitereinheit Melle-Mitte alarmiert worden mit dem Stichwort Feuer in einem Gewerbebetrieb. Unsere Einsatzkräfte konnten schon direkt auf der Anfahrt sehen, dass es sich um einen größeren Brand handelt. Wir haben die Rauchwolke also frühzeitig erkannt und insofern wurden dann auch recht schnell weitere Kräfte hier zu diesem Einsatz hinzugezogen. Wie sah das aus? Mit wie vielen Kräften seid ihr hier, beziehungsweise was wurde hier alles heralarmiert? Weil hier kam einiges aus vielen Orten her. Wir haben zahlreiche Feuerwehrkräfte aus dem Bereich zum Beispiel Bad Essen, aber aus dem Westfälischen und aus der Stadt Melle hier noch hinzugezogen. Außerdem unterstützt uns die Berufsfeuerwehr Osnabrück mit einem Wechselladerfahrzeug. Hier sind insgesamt über rund 250 Einsatzkräfte im Einsatz. Wie ist das hier mit der Wasserversorgung? Direkt neben dem Sägewerk gibt es einen Teich, an dem wir mehrere Pumpen sofort in Stellung gebracht haben. Wir haben dann relativ schnell gesehen, dass der Wasserpegel sinkt und insofern waren weitere Wasserquellen erforderlich. Wir haben zunächst zahlreiche wasserführende Fahrzeuge hier noch hinzugezogen und vorbereitet einen Pendelverkehr. Der ist aber zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht erforderlich. Es führt hier direkt an der Einsatzstelle eine Straße entlang. Bei dem Brand hat sich erstmal eine große Hitzeentwicklung gezeigt und es sind auch mehrere Gasbehälter explodiert in einer frühen Einsatzphase. Insofern mussten wir natürlich diese Straße sofort für den Privatverkehr sperren. Wie war das mit Katwan oder Nina? Wie wurden hier die Bevölker gewarnt? Wurden da Maßnahmen getroffen? Weil es hier eine starke Rauchentwicklung gab, haben wir natürlich eine Katwarnmeldung rausgegeben hier für die Region rund um den Brandort. Das war eine reine Sicherheitsmaßnahme. Eine größere Gefahr für die Bevölkerung hat aber nicht bestanden. Jetzt wart ihr heute Nachmittag auch schon mal hier. Wie kann das sein? Ihr seid ja dann abgehauen, Feuer war natürlich aus. Jetzt stehen wir hier wieder, Halle im Vollbrand. Wie steht das im Zusammenhang? Es hat hier tagsüber am Nachmittag bereits einen Einsatz gegeben. Dieser Brand einer Maschine hat sich aber im weiter rückwärtigen Bereich abgespielt. Dieser Brand hier betraf jetzt eine Werkhalle direkt an der Straße. Die Brandursache für diesen zweiten Brand ist derzeit ungeklärt. Da müssen wir die Ermittlungen der Polizei abwarten, wie es dann zu diesem zweiten Brand gekommen ist. Wie ist das für die Einsatzkräfte, wenn sie dann auf ihr Meldegerät schauen und dann sehen sie, die Adresse kenne ich doch, da war ich doch heute schon einmal.
Ja, das irritiert natürlich in einem ersten Moment, aber dann sehen wir das erstmal als neuen Einsatz und arbeiten den dann entsprechend auch, so wie es die Lage gebietet, ab. Die genannten 250 Einsatzkräfte, sind das reine Feuerwehreinsatzkräfte, und welche Unterstützung gab es noch seitens des Rettungsdienstes? Wir haben ja bei solchen Bränden immer erstmal einen Rettungswagen, meistens der DRK-Rettungswache aus Melle, dabei. Wir haben aber relativ schnell den DRK-Kreisverband Melle mit hinzugezogen, um hier die Einsatzstelle abzusichern. Und die Mitglieder des DRK kümmern sich freundlicherweise auch darum, dass wir hier jetzt Verpflegung bekommen, weil der Einsatz sich sicherlich noch länger hinziehen wird. Weil sich der Brand schon sehr weit in der Halle ausgebreitet hatte, haben die Einsatzkräfte hier einen wirklich massiven Wassereinsatz vorgetragen. Hier waren zahlreiche Strahlrohre im Einsatz, unter anderem auch Wenderohre aus zwei Drehleitern, aber auch am Boden aufgestellte Wenderohre. Diese Maßnahme war notwendig, um eine Ausbreitung weiter in Richtung eines Wohngebäudes und auch eines Silos für Späne zu verhindern. Das ist erfolgreich gewesen. Insofern konnten wir da die Ausbreitung stoppen. Ein Innenangriff war zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht möglich, ne? Ein Innenangriff im engeren Sinne hat sich nicht angeboten. Es ist aber so, dass ein rückwärtiger Bereich der Halle sicher ist und auch gut umlüftet ist, sodass auch Einsatzkräfte im hinteren Teil der Halle im Innenangriff sozusagen im Einsatz waren und da auch eine Riegelstellung aufgebaut haben. Welche Aufgabe hat das THW und welche Einheit des THWs ist hier? Wir haben hier Unterstützung von dem THW aus Bad Essen, um unter anderem auch hier bei der Beleuchtung der Einsatzstelle zu unterstützen. Aber das THW hilft uns auch mit einer mobilen Tankmöglichkeit, weil wir natürlich bei so einem lang anhaltenden Einsatz auch dafür Sorge tragen müssen, dass entsprechend Diesel und Benzin vorgehalten wird. Jetzt habe ich eben einen Feuerwehrmann gesehen, der hat gehumpelt. Wurden hier Feuerwehrmänner auch verletzt oder Einsatzkräfte? Ja, im Zuge des Einsatzes ist ein Feuerwehrmitglied leicht verletzt worden. Das ist sicherheitshalber ins Krankenhaus gebracht worden und wird dort untersucht. Was denken Sie, wie lange geht der Einsatz hier noch? Ja, wir haben es jetzt, wir haben es jetzt 1 Uhr in der Nacht. Aktuell versuchen wir auch Einsatzkräfte schon wieder zurückzunehmen. Also der Brand ist jetzt seit mindestens einer Stunde schon unter Kontrolle. Wir sind im Bereich der Nachlöscharbeiten. Die werden sich allerdings noch länger hinziehen, sicherlich bis morgen in den Vormittag hinein mindestens. Dann habe ich gerade eben noch zwei Energieversorgerfahrzeuge gesehen. Wessen Aufgabe hatte der Energieversorger heute Abend? Wir ziehen auch bei solchen Einsätzen immer den Energieversorger hinzu, um das Objekt dann auch stromfrei schalten zu können. Ja, und dafür kommen dann die Servicetechniker entsprechend raus, um die Abschaltung vorzunehmen.